Dann kriegen wir, glaube ich, noch ein paar Mal ein paar Frühlingssamen. Ach, meine Gießkanne ist leer. Alles klar. Kein Problem. Level up. Supi. Tja. Was für ein Tag ist heute? Heute ist Donnerstag, ne? Genau. Ja, morgen bin ich dann auch nochmal da. Und dann spielen wir auch noch ein bisschen Stadio. Und Samstag ist wahrscheinlich Streampause. Vielleicht streame ich Samstag auch spontan morgens so ein bisschen. Vielleicht. Kann ich nur nicht versprechen. Ne, ganz vielleicht. Aber ich sollte eigentlich schon mal einen Tag Pause machen dazwischen. Und Sonntag gibt es dann morgens wohl auch nochmal ein bisschen Stardew Valley. Und dann gegen Mittag dann nochmal Lightyear Frontier. Da gucken wir dann mit Cthulhu zusammen rein. Freue mich auch schon richtig drauf. Das wird cool. Ein paar Dinge verkaufen hier. Wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Ansonsten fange ich wieder an zu horten hier. Ich habe hier 8 normale Kartoffeln. Eine silberne. Ich würde sogar fast darauf wetten, dass ich schon mal eine goldene Kartoffel hatte und die versehentlich verkauft habe oder so. Das würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Würde mich nicht großartig überraschen. Und True Harmonia, danke schön für dein Follow. Vielen Dank, willkommen. Gut. Ich habe gegossen. Sehr gut. Sehr gut. Die Wagenlady ist da. Da können wir mal kurz noch mal gucken gehen, bevor die Feierabend macht. Bevor sie mit ihrem Schweinchen, mit dem Fes davonreitet. Und dann, ich habe meine Angel gerade nicht dabei. Sonst würde ich nochmal angeln gehen. Aber ich habe meine Angel nicht mit. Was mit dem Feld passiert? Es wirkt so symmetrisch. Ja, ich habe versucht nachzudenken. Nein, ich mache das nur für euch. Oh, der Mitternachtskarpfen, aber den brauchen wir nicht für irgendeinen Bundle, glaube ich. Also den brauchen wir definitiv nicht für irgendeinen Bundle. Oh, Sternfruchtsaat. Hm. Seltene Frucht. Seltene Saat. Oh Gott. Wenn wir Geld haben, dann wird die immer gekauft. Johann, das ist nur die Herzmuscheln. Die haben wir schon abgegeben. Gerade eine Sache aufgefallen. Ah, nee, die Barriere ist immer noch da oben. Okay, alles klar. Ich muss auch mal eigentlich in die Dings gehen, in die Höhle gehen, damit wir Marlon begegnen und unser Schwert bekommen. Wir sind noch nicht einmal in der Mine gewesen. Ich brauche ja Kupfererz für den Schmerzofen. Oh, ich hoffe, ich kriege mich nachher dazu aufgerafft, den Kram auf YouTube zu schubsen, ey. Ich werde endlich wieder mit YouTube starten, ey. Da war jetzt so lange Pause. Ich finde es schon sehr beruhigend, dass ich keine 5 goldenen Blumenkohl brauche, bin ich ehrlich. Ich sehe gerade, wir haben hier eine Bohne. Ich habe schon eine. Gut, ich nehme mal die Angel noch mit. Warte mal, die war hier irgendwo gelandet. Da ist sie. Da ist die Gießkanne mal hier. Ja, das war's, glaube ich. Und dann gehe ich nochmal eben die Bohne abgeben im Community Center. Kurz gucken, ob es was zum Sammeln gibt. Oh ja, da Löwenzahn. Ja! Sorry. Mein Gott, ey.
Ich habe so ein richtig, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ihr jetzt nach langer Zeit wahrscheinlich auch mal wieder Stardew Valley angepackt habt. Aber ich habe so ein richtig warmes, wohliges Gefühl, wenn ich Stardew spiele. Das ist einfach so krass. Hier. Ja. Ja. Perfekt. Gib mir Geschenke. Ach, das. Ah, Dünger bekommt man dafür. Geschwindwachs. Okay. Können wir in Zukunft bestimmt gebrauchen. Ah, oh, bitte hier, die Kartoffel. Und sonst hast du normalerweise, glaube ich, den Blumenkohl da drin, wenn es nicht remixed wird. Und der ist schon ein bisschen schwerer zu kriegen. Weil du am Anfang ja meistens, du kannst Blumenkohl ja nicht so oft anbauen, weil der ja 13 Tage brauchst oder so. 12 oder 13 Tage. Oder 14, keine Ahnung, irgendwas. Und du hast nicht so viel Geld am Anfang, um dir Blumenkohlsaat zu kaufen. Und dann verschenkt man sehr schnell die Chance, natürlich Blumenkohl anzubauen. Und das ist dann immer richtig, richtig Pain. Heizraum. Yes. Das sind Dinge, die sollten wir eigentlich relativ zügig hinkriegen. Relativ, naja. Ich würde es schon sehr gut finden, wenn wir sehr früh das Gewächshaus bekommen. Und generell das Community Center vielleicht sogar im ersten Jahr abschließen können. Das wäre schon nice. Wenn wir es nicht schaffen, ist nicht schlimm. Aber ich würde es gerne versuchen. So, ich angle mir jetzt nochmal so ein bisschen die Taschen voll. Und trinke dabei was, weil ich habe zu wenig getrunken. Ich muss ja sagen, auf so ein Multiplayer-Projekt on Stream hätte ich halt auch schon nochmal Bock, ne? Ich glaube, das Fiese sind immer meine Zeiten, weil ich halt noch aktuell noch mittags streame. Und viele streamen halt eher abends und so. Und ich kann halt abends nicht so spontan streamen. Das ist halt immer, da wäre ich immer so die Komplizierte, die dann abends keine Zeit hat. Weil ich halt einfach hier meinen eigenen Rechner noch nicht da habe, mit dem ich dann selber halt auch streamen könnte. Und das ist ja die ganze Zeit immer Julians PC hier. Und dann bin ich immer so die komplizierte Person. Das heißt, ich könnte es nur mit jemandem spielen, der halt selber, die halt selber irgendwie eher mittags streamt. Oder zumindest, ja, so vormittags, mittags. Schnellwachsdünger mache ich an die Melonen. Ja, das ist auch eine gute Idee. So, jetzt brauche ich den Schnellwachs nicht mehr nutzen gerade. Ich glaube, ich habe den immer gehortet eigentlich. Dann für die Zeit, wo ich dann schon Richtung Late-Game-Crops gehe, so hier die, ne, die seltene Frucht und sowas. Dafür habe ich das dann genutzt. Also schon relativ spät erst. Hallöchen, Kamia. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, hallo. Los, gönn. Gönn! Dankeschön. Die Musik passt gerade sehr gut zum Angeln, finde ich. Dass sie zu Nuau fest fertig sind, dass ich die Goldquali dann in den Topf gebe. Oh, das ist richtig smart, ey. Hier diese, ja, diese langfristigen Sachen, die habe ich immer nicht so im Blick. Das fällt mir immer richtig schwer. Ähm,
Ja, das ist ein guter Punkt. Das sollte ich mir merken. Das sollten wir auch machen dann. Melone Goldquali gibt ja die beste, Bewertung, ne, für die blöde Suppe, ne? So, dann, weil man muss natürlich dann schon ein bisschen Geld haben, um sich überhaupt so viele Melonen zu kaufen, dass man auf jeden Fall die Qualität hat. Da wäre es vielleicht sogar sinnvoller, eher den Qualitätsboost zu nehmen, den Qualitätsdünger. Kaufe ich jetzt mal. Ohne den Dünger sind die Melonen einen Tag nach Luau fertig. Oh krass, okay. Okay, okay. Ja, ich habe mal gar nicht im Kopf, wann die Events sind. Also an welchen Tagen direkt. Ah, okay. Ja, gut, dass du das schreibst auf jeden Fall. Das, ich hoffe, ich denke dran. Weil es eigentlich echt gut ist, darauf zu achten. Weil das gibt natürlich richtig guten Friendship-Boost, ne, bei vielen, wenn man da eine geile Qualität auch abliefert bei dem Luau. Den Dünger, den haue ich jetzt mal eben hier mit rein. Nein, nicht die Angel, den Dünger. Dankeschön. Und dann Dünger schön. Ha! Ha! Ah, Gott, ey. Und dann gehe ich schlafen. Schlafen, schlafen. 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 Wir haben auch Upgrade, hier Level-Ups. Die Karotten, so cool. Wir haben Karotten. 20. Tag im Frühling. Ey, wir haben den Monat fast rum. Was ist denn hier los? Krass. Daran merkt man auch, wie schnell die Zeit im Spiel vergeht. Wirklich. Dass einfach schon 20. Frühling ist. Sagt der Wetterbericht. Erwartet eine Menge Pollen. Okay. Shane hat Geburtstag. Shane mag Bier. Shane mag Bier und irgend so ein Pepperoni-Gericht. Hallo Melody. Hast du dich schon an dein neues Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich viel extra Geld herumliegen. Also habe ich ein kleines Geschenk beigelegt. Alles Liebe, Papa. Oh, Papa ist so ein Lieber, ey. Schick mir einfach 500 Gold. Brauch mal eine Gießkanne. Da. Die ist auch nur noch halb voll. Die müssen wir gleich zwischendurch auffüllen. Okay, hat sich eine Pastinake weggeschnappt. War das Loch nicht vorher schon da? Ich weiß nicht. Ich habe hier die ganze Zeit schon Löcher drin. Aber ja, ich muss mal die Vogelscheuche machen, ey. Weil ich glaube, das könnte sogar ein Blumenkohl gewesen sein. Und wir wollen auch eigentlich verhindern, dass die uns die Erdbeeren kaputt machen. Morgen ist mein Blumenkohl fertig. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Fasern sammeln für die Vogelscheuche. Ne? So. Ich guck mal kurz. Wir brauchen... Ach nee, nur 50 Holz. Okay, easy. Ich hole mal noch das Holz, das wir schon in der Truhe haben. Und nehme mal die Axt mit. Ich habe gerade... Also nicht. Ach, mit R. Ach so, mit den Schultertasten kann ich die Kisten wechseln. Das ist ja noch geiler. Das geht dann ja viel schneller. Und ich sehe gerade, der nimmt schon die Dinge aus dem Lager, ne? Kommt bestimmt durch.
Better Chest. Der hat sich direkt die Sachen. Der nimmt sich gerade direkt die Sachen aus dem Lager. Glaube ich. Ich glaube, das macht der Vanilla nicht, ne? Dass es beim Craften aufs Lager zugreift. Bei Better Crafting habe ich halt auch als Mod, aber Better Crafting ist halt deaktiviert aktuell. Nicht von mir deaktiviert, aber von Smarpy über geskippt. Das habe ich im Moment nicht dran. Better Crafting sorgt ja auch dafür, dass man Kategorien hat und so bei den, beim Crafting-Menü. 47, uns fehlt noch ein bisschen Holz. Ich habe jetzt auch wieder eine Mod drin, die, nicht eine alte Mod, aber eine Mod drin, die, da hatte ich gesehen, die hat auch ein Update gekriegt für die neue Version. Und das ist eine Mod, die ich damals schon immer drin hatte. Und zwar, wenn man, Sit and Relax heißt die. Wenn ihr euch auf den Stuhl setzt oder so, dann regeneriert ihr Energie. Und das finde ich halt, ist eine coole Quality of Life Mod, weil es halt auch irgendwie logisch ist, sich hinzusetzen, sich auszuruhen. So, dann können wir uns jetzt hier die... Ich mag die Junimo-Vogelscheuche, die ist schon süß. Ist schon cute. Und ich würde mir gerne einmal ein Schild machen. Ich möchte gerne sehen, wie das aussieht. Wenn man da was drauf schreibt, ob man da den Scheiß überhaupt lesen kann. So, die Vogelscheuche. Die machen wir erstmal. Ich glaube, so deckt die ganz gut die Reihe da oben ab, ne? So. Dann haben wir das abgeschlossen. Perfekt. Genau, Jodys Bitte wäre die nächste Quest. Wir müssen noch mit Gunther sprechen. Ich muss auf jeden Fall auch noch mal in die Höhle rein. Wir gucken uns gleich mal eben die Kiste an. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich hier noch Kupfererz finde zufällig. Ja, ein Kupfererz habe ich, aber wir brauchen... Wie viel für den Schmelzofen? Braucht man nicht sogar schon Barren? 20 Kupfererz braucht man, okay. So, jetzt möchte ich mal schauen, wie das Schild funktioniert. Ich stelle das mal hier vors Haus. Texteingabe. Und wenn ich jetzt hier schreibe... Chat. Ah, mit Herz. Ach, wie cool ist das denn? Ach, das haben die ja smart gemacht. Da wird einfach eine Sprechblase angezeigt. Das ist ja cool. Warte mal, dann sage ich lieber Chatbärz. So. Ja. Ach, wie cool. Ah, dieses Schild ist mega. Das könnte auch sehr praktisch werden. Ich meine, wir brauchen, also man kann das super für die Kistenverwaltung und so nutzen. Wir werden es wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen, weil Better Chests weiterhin vernünftig funktioniert. Dann habe ich eine Kistenverwaltung. Aber im Grunde kann man es damit machen. Und das finde ich im Multiplayer auch schön, weil damit kann man sich im Multiplayer auch schöne liebe Nachrichten hinterlassen und so. Und das mag ich. Ich muss noch der Chonka-Tre streicheln. So. Shane hat ja Geburtstag. Achso, ich dachte, ich krieg vielleicht Infos zu ihm. Ich weiß es halt nicht mehr aus dem Kopf, was Shane mag. Aber ich glaube, ich habe nichts, was Shane mag, was irgendwie gerade so vorhanden ist. Die Gift Taste mit Helper Mod ist leider noch nicht aktuell, deswegen kann ich die gerade nicht nutzen. Bier, Hot Pepper, Pizza, Pepper Poppers.
Ja, okay. Universal Likes. Also wir können ihm halt so eine. Keine. Auf keinen Fall die Blumen. Auf keinen Fall eine Morchel, überhaupt keine Pilze. Scheiße. Also sowas wie eine Muschel würde zum Beispiel gehen. Das könnten wir irgendwo schenken. Universal Love sind ja hier so prismatische Scherben und sowas, ne? Perlen. Okay. Also wir können ihm Bier kaufen, sonst. Ich möchte keinem Alkoholiker Bier kaufen. Aber ich würde es jetzt einfach machen, damit wir uns schneller mit ihm anfreunden. Aber Bier kostet auch viel Geld. Ah, ich bin hin und her gerissen. Süchtig, alles Pepsi. Mist. Die Bohne. Müsste. Ah, ich müsste eigentlich mal ins Museum. Was wollte ich noch machen? Also, er kriegt jetzt von mir einfach eine Muschel, ey. Dann spare ich Geld irgendwie. Ich will dem jetzt auch nicht Bier kaufen. Passt nicht zu meinem Charakter. Ich meine, zur Not muss man solche Dinge manchmal tun. Und ich nehme die Spitzhacke mit, dann gebe ich vielleicht nochmal kurz die Miene. Bis ich Shane gefunden habe und erreicht habe. War eh schon vorbei. Was ist denn der gerade? Ist er zu Hause? Ich müsste noch arbeiten. Shane ist gerade bei Pierre in der Nähe. Ja, dann gehen wir mal beschenken. Schauen dann vielleicht mal beim Museum vorbei. Würde ich sagen, damit wir die Quest haben. Dann gehen wir noch in die Mine das erste Mal. Da ist Shane. Hallo Shane. Warum nährst du mich? Ich möchte alleine sein. Entschuldigung, Shane, ich habe nur gesehen, du hast Geburtstag und ich habe diese Muschel gefunden. Ich dachte, sie gefällt dir vielleicht. Heute ist mein Geburtstag und du gibst mir das? Ist das ein Witz? Entschuldigung. Oh Mann, die Leute sind hier echt schwer zufriedenzustellen. So viel zum Thema Universal Likes. Muscheln sind Universal Likes. Nee, das sind Universal Neutrals. Fuck. Nee, Universal likes its exceptions. Nee, warte mal, hä? Shit. Aber er hasst auch keine Muscheln. Ah, wer steigt schon durch Shane durch? Okay, Robin möchte sich Topaz aufs Regal stellen. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon Topaz finde, aber ich kann es so suchen. Shane hasst einfach nur dich vielleicht. Wahrscheinlich. Shane hasst Melody. Scheinbar ist das so. Ja, Melody, ja. Die ist jetzt sehr geknickt. Ein Schiss.org. Ja, da hat Melody reingeschissen mit ihrer Muschel. Oh Mann, ey. Und ich habe auch noch Rückenschmerzen davon, dass ich die Muschel aufgehoben habe. Oh Mann. Nett sein ist nicht einfach.
So. Hallo, ich bin Melody. Was machst du hier? Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Soll ich dir den Blick da wieder rausholen? Entschuldigung. Ich bin ein kleiner Spaßvogel. Erst wird der 10. verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Meinst du, da gibt's auch geile Diamanten und sowas? Boah, dann kann ich mir vielleicht so einen Etsy-Shop aufmachen für Schmuck. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Was ist das? Boah, krass, ein Schwert, oh mein Gott. So was hatte ich zuletzt als Kind beim Karneval. Shane mag keine Influencer. Wahrscheinlich. Boah, ist aber ganz schön rostig, oh Mann. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteurergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten, beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Muss ich dafür einen Antrag stellen oder so? Na gut, ich geh mal runter. Yay! Die Mine hat... Imagine, ey. 20. Frühling und ich war vorher nicht einmal in der Mine drin. Ist Melody die schlimmste Lizzie-Persona jemals? Ich bin mir zu 69% sicher. Ja, ja. Alles sehr gut möglich. Ja, ja. Dies kann gut sein. 69%, ja, ja. Ja, ja. So, wir brauchen Kupfererz für den Schmerzofen. Ich sollte mir das Schwert mal hier auf die... Nein, nicht meine Hacke wegschmeißen, bitte. Dankeschön. Möchte bitte meine Hacke behalten. Das hätte ich jetzt aber auch noch nicht geschafft, irgendwie meine Hacke wegzuwerfen. Oder ein Werkzeug wegzuwerfen. Jetzt auch gar nicht erwartet, dass es überhaupt geht. Ich habe gar nicht mehr so viel Energie. Aber wir finden gerade gut Leitern. Ja, ich wurde angeschleimt, das stimmt. Ich hätte mir einen Stuhl mitnehmen sollen, hätte ich mir den hier hinstellen können und mich ausruhen können. Boah. Das Kämpfen ist aber auch nach wie vor kacke. Das vermisst er echt gar nicht, ey. Meine Tasche ist voll. Oder auch nicht. Ich dachte, die wäre voll. Also die ist voll, aber ich dachte, da liegt noch irgendwas. Viel Erfolg beim Arbeiten, Spabs. Also... Wie spät haben wir es eigentlich mittlerweile? Halb vier, okay. Oh. Oh, das ist okay. Ich bin ein bisschen müde, ne? Ich glaube, es macht echt, echt das Wetter, ey. Naturdings. Diese Mod ist einfach Traum. Ein absoluter Traum. Be back, baby Celine. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Bedecktes Schlafwetter. Ja, voll. Bedecktes Schlafwetter. Das ist genau der richtige Ausdruck dafür, ey. So träge irgendwie.
Das Lustige ist, ich kriege ja vom Wetter nicht mal viel mit. Ich sitze doch die ganze Zeit hier drin. Und habe die Vorhänge zu. Aber irgendwie, ne? Beeinflusst es einen trotzdem. Weil ich merke ja auch direkt, dass sich meine Laune hebt, sobald ich sehe, dass draußen die Sonne scheint. Auch wenn der Vorhang zum Beispiel dann zu ist oder so. Das hebt bei mir direkt die Laune. Erst bin, als ich erfahren habe, dass der Termin ausfällt, zu einer guten Freundin gefahren. Ah, schön. Hast die Zeit ja auch noch gut genutzt. Diau, diau. Wollen wir mal gucken, ob ich hier noch so Sachen zum Aufheben finde. Aber jetzt gerade sehe ich tatsächlich nichts. Ich sollte jetzt nur möglichst außer Notfall keinen Werkzeug mehr benutzen. Hallo Hutmaus. Wassermelonenband. Ich brauche unbedingt den Propellerhut. Das wäre mir ein Anliegen. Mein Pony soll einen Propellerhut bekommen. Upsi. Melody ist müde. Melody muss schlafen. Ich räume das mal hier alles sicherheitshalber ein bisschen weg. Ja, schön. Dann waren wir auch schon in der Mine. Wir waren jetzt nur noch nicht im Museum. Da müssen wir auch noch mal hin. Also wir haben noch nicht mit Gunther geredet. Das müssen wir noch tun. Oh, ich habe gerade so ein bisschen Durchhänger. Oh. Du. Hab so richtiges Tief. Nur schlafen. Ich fühle mich gerade wie Sir Chunkai. Ich würde mich einfach ganz gerne mit allen Vieren vor mir gestreckt auf dem Boden, auf dem Rücken legen, existieren. Dann ist das halt immer echt ganz schön fies. So, das ist, ne, also so. Ich merke gerade, dass ich total einen komischen Schnitt drin habe. Also. YouTube auch nochmal. Es ging gerade kurz darum. Ich komme gerade quasi aus einer kleinen Pause. Also aus einer kleinen Pipi-Pause und hatte gerade gesagt, so, ich hatte irgendwie gerade eben voll den Durchhänger. So ein bisschen müde und träge und so. Und ich hoffe, dass jetzt einfach, ich habe mir jetzt noch einen Schwarztee gemacht und mir eine Apfeltasche geholt und hoffe, dass das jetzt einfach so ein bisschen hilft. Und frische Luft haben wir auch reingelassen. Und wenn das nicht hilft, hilft heute gar nichts mehr. Aber ich hoffe, das gibt mir jetzt so ein bisschen Energy wieder. So. Ja, bei den Kartoffeln müssen wir halt hoffen, dass da irgendwie 5 Goldene bei sind. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich glaube, Leute, ich glaube, ich werde jetzt loswackeln und mir nochmal Kartoffeln kaufen.